Willkommen zu einem Blick in die Alpha-Version von Elite Dangerous, ein Weltraumspiel, das der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, über Kickstarter erfolgreich finanziert wurde. Und den Namen Elite hat der ein oder andere ja vielleicht auch schon gehört, unter anderem auch Kollege Daniel Veit. Hallo Daniel. Hallo Christian. Dir sagt das auch was, oder? Ja, das höre ich eigentlich ständig, das Wort Elite, wenn es um mich geht. Nein, Elite ist die Mutter aller Open-World-Spiele und auch die Mutter aller Weltraumspiele, wenn man mal von Asteroids und Space Invaders und so absieht, aber die erste... Und von, es gab doch noch dieses ganz frühe... Ah, Space War. Genau. Genau. Aber Elite war 1984 das erste richtige Weltraumspiel im Sinne davon, dass man quasi, dass ein Raumgleiter simuliert wurde und ein kompletter Weltraum. Und viele Jahre sind vergangen, nämlich 30, um genau zu sein. Und jetzt kommt eine Neuauflage von Elite, beziehungsweise eine neue Version von Fans finanziert. Und das ist das, was wir hier jetzt gerade sehen, Elite Dangerous. Und der Fritz hat einen Key bekommen. Allerdings leider nicht zu der wirklich aktuellen Version, die auch den Multiplayer beinhaltet. Denn das Spiel ist auch als Multiplayer-Spiel angelegt. Nicht im Sinne von, dass es ein Multiplayer-Shooter ist, sondern dass es ähnlich auch wie das Star Citizen eine Multiplayer-Welt ist, in der man sich mit anderen Spielern zusammen zusammentun kann, gegen sie kämpfen kann oder eben auch einfach nur jeder so sein Ding macht. Genau. Und was sehen wir denn hier jetzt? Also was ist denn der Version, die wir jetzt haben, machbar? Was können wir denn hier machen, wenn es schon keine anderen Spieler gibt? Also wir sehen die erste Alpha-Version, die veröffentlicht wurde, die wurde kurz vor Weihnachten veröffentlicht, also Weihnachten 2013. Und in dieser Version sind 9 Kampfszenarien drin. Das Spiel ist in erster Linie nicht unbedingt nur ein Kampfspiel, später wird es auch Handel geben und erforschen und also den Raum erkunden. Das ist ein Open-World-Weltraumspiel, ähnlich ein bisschen wie die X-Reihe. Aber in dieser frühen Alpha-Version geht es erstmal nur darum, zu kämpfen. Das ist ein bisschen wie das Star Citizen angekündigte Dogfight-Modul. Das ist ja immer noch nicht erschienen. Das sollte im Dezember rauskommen, aber da dauert es noch eine ganze Weile. Genau, und hier waren sie etwas schneller. Hier kann man schon ein bisschen mehr sehen. Das Dumme ist leider, also ich hab hier schon mal alle Einsätze freigeschaltet, allerdings speichert er sich das überhaupt nicht. Also ich muss das jedes Mal, wenn ich das neu starte, nochmal von vorne anfangen. Das muss man dann leider auch mit dem blödesten Einsatz anfangen, nämlich wo man einfach nur so ein paar Kanister abschießen muss. So fangen aber viele Weltraumspiele an. Ich kann mich erinnern, X-Wing Alliance von, weiß gar nicht, wann ist das erschienen, 96, 97, 98, 99. Irgendwann in den 90er Jahren kam X-Wing Alliance und da war die erste Mission auch schon, schieße alle Mülleimer ab. Ja, so eine kleine Zielübung, um sich warm zu schießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, hier ist noch nicht sehr, sehr viel drin. Es geht mehr darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fliegt sich das, wie fühlt sich das an? Und was ich echt sehr spannend finde, ist, wie fühlt sich das auch im Vergleich zum kommenden Star Citizen an? Denn ich glaube, das werden zwei sehr unterschiedliche Spiele im Sinne von, wie man im Raum sich bewegt und kämpft werden. Es war ja bei Elite immer schon so, dass es mehr Simulation als Actionspiel war. Also es hat, wie gesagt, die Weltraumsimulation als solche irgendwo erfunden, 1984. Und es ging immer sehr um halbwegs physikalisch korrekte Navigation im Raum, also mit Schub und solche Sachen. Star Citizen als Konkurrenz ist ja eher in der Tradition von Wing Commander, ist auch vom gleichen Macher und das ist schon... Da geht es, glaube ich, eher so um Schauwerte als um die tatsächliche physikalische Simulation vom Raumflug. Das ist hier aber, muss man jetzt auch gestehen, das ist hier auch extrem zurückgefahren. Also hier geht es auch die Simulation. Ja, es geht mehr um tatsächlich auch um den Schauwert, was mich nicht sonderlich stört bislang. Sieht ja auch ganz nett aus. Genau, es sieht auf jeden Fall sehr nett aus, also gerade was so die Lichteffekte und so angeht. Ich hoffe, dass wir nach und nach noch jede Menge von so ganz vielen kleinen, liebevollen Details sehen werden, die mir richtig, richtig gut gefallen. Der ist jetzt hier übrigens, der kann noch nicht kämpfen, der flieht nur vor uns, das ist mehr oder weniger so ein bisschen, um zu zeigen, okay, wie folgt man denen? Bisschen unfair, oder, dass sie die ganze Zeit den Rücken schießt, macht man eigentlich nicht, wenn das die Genfer Konvention erfährt. Was ich wirklich spannend finde, ist das Dogfight-Gefühl ist hier, erinnert mich über weite Strecken an solche Spiele wie zum Beispiel die Red Baron-Spiele damals, denn normalerweise heutzutage, wenn man zum Beispiel mal das
X-Rebirth gespielt hat, der wird wissen, dass man da, wenn man die Maus hier zur Seite bewegt oder welches Steuerungseingabe man auch immer wählt, wir können es gleich nochmal im nächsten Einsatz zeigen, jetzt kämpfen wir mal gegen jemanden, der sich theoretisch auch wehren kann, man kann sehr leicht von links nach rechts fliegen. Also man dreht einfach die Maus nach links und dann fliegt das, einfach das ganze Schiff nach links. Ist überhaupt kein Problem. In dem Spiel ist das so, dass man wirklich nur ganz, ganz sacht nach links und rechts direkt fliegen kann. Wenn man um die Ecke fliegen will, mehr oder weniger, ich gehe mal auf Idealgeschwindigkeit, dann muss man das Schiff drehen und dann zieht man nach oben oder unten. Genau, also wie bei einem, sag ich mal, Doppeldecker. Also genau. Eher wie bei einem Flugzeug. Genau, wie bei einem Flugzeug eher. Was dem eben dem ganzen Spiel ein sehr anderes Gefühl gibt, davon, wie die Kämpfe so ablaufen. Wir haben übrigens in jedem Einsatz ein bisschen andere Bewaffnung, also da zeigen sie so ein bisschen, was es so für Waffentypen gibt. Wir haben in der ersten Mission diese schweren Maschinengewehre gesehen. Danach war jetzt dann so ein Pulslaser. Jetzt haben wir hier nochmal so eine Pulslaser. Wir sehen, glaube ich, insgesamt sind es fünf Waffen oder so, die man sehen wird. Und ich stelle jetzt mal die Waffen ein bisschen, ich gebe den Waffen mal ein bisschen mehr Energie. Man sieht es hier auf der rechten Seite, da sind diese drei Balken. Da kann man, den kann man über die Pfeiltasten mehr Energie zuweisen und dann laden die halt schneller wieder nach. Man verliert aber auch an Geschwindigkeit zum Beispiel. Hier dieser, neben dem Radar ist das so ein Balken auf der rechten Seite. Der ist jetzt auf Anschlag, also ich fliege jetzt gerade so schnell, wie es mir momentan möglich ist. Und man sieht auch da diese kleinen, diese blauen Pünktchen, siehst du die? Mhm. Ich jetzt hier runtergehe. Wenn der genau da in der Mitte steht, dann ist es Idealgeschwindigkeit fürs Manövrieren. Ah ja, also in okay. Der Geschwindigkeit kann ich mich am besten drehen und am besten irgendwie hinwenden. Und das ändert sich je nachdem, wie ich die Energie einstelle. Wenn ich jetzt hier mal die Energie wieder zurückfahre, jetzt kann ich, siehst du das? Jetzt kann ich zum Beispiel den Antrieb auf volle Kanne hochlegen, weil ich habe alle Energie auf den Antrieb gelegt. Wenn ich jetzt wieder zurückfahre, dann geht das nur bis ungefähr dahin. Und dementsprechend ist auch meine Idealgeschwindigkeit immer eine andere. Das heißt, es gibt dann im fertigen Spiel während den Kämpfen auch eine gewisse taktische Komponente, wie man die Energie genau, im Schiff genau. verteilt, sodass man am genau, effektivsten das, kämpft, das gibt's beziehungsweise schon. Wenn man beschossen wird, dass man dann die Energie mehr auf die Schilde legt und solche Sachen. Oh, jetzt wird schon ein bisschen... Achtung. Das Schiff, das du fliegst mit dieser Trapezform, ähnelt auch sehr dem Schiff, das man aus dem ersten Elite kennt, das damals für... vorsintflutliche Computer erschienen ist, aber eben wie gesagt ein Meilenstein war. Also Leute, die noch älter sind als wir, die werden sich da noch erinnern. Ich habe es damals nicht gespielt, ich war da noch im Kindergarten, als es erschienen ist, aber... Ich war da noch in der Kinderkrippe. Den Nachfolger habe ich dann gespielt, tatsächlich aber auch nicht lange. Der hieß Elite oder Frontier Elite 2, erschien 1993 für MS-DOS-PCs, Amiga und vielleicht auch irgendwelche anderen Kisten auch noch. Und der war nochmal eine Schippe drauf aufs erste Spiel. Der hatte dann richtig realistische Flugphysik, ne? Also, ja. Also düste man die ganze Zeit nur an dem anderen Schiff vorbei. Es war im ersten schon so, dass es ja eigentlich ein bisschen als Handelssimulation geplant war, also so wie man es heute so ein bisschen von EVE Online kennt oder eben auch von X, dass man quasi zwischen Sternensystemen hin und her fliegt und da Handelsware einkauft und woanders wieder verkauft, was es so vorher in der Form noch nicht gab, was auch ein bisschen spannend war, denn es gab nicht nur die typischen Sachen wie Elektronikbauteile oder so, die man dann handeln konnte, sondern es gab tatsächlich auch illegale Ware, die natürlich dann dementsprechend lukrativer war. Also man konnte auch irgendwie Drogen kaufen und schmuggeln und auf anderen Planeten wieder verkaufen und hat da so natürlich den Ärger von der Weltraumpolizei auf sich gezogen. Das ging in Frontier dann auch und was Frontier noch hatte, war, man konnte tatsächlich mit dem Schiff auch auf Planeten landen und bei denen wurde sogar die Planetenoberfläche irgendwie prozedural gestaltet und es gab irgendwelche Städte, die man da anfliegen konnte und sogar das, laut Wikipedia, das Sonnenlicht wurde dann korrekt berechnet, wie das denn auf dem Planeten aussieht mit verschiedener Brechung und dann gab es den Planeten mit dem rosa Himmel und so. Also es war theoretisch alles sehr weitläufig und spannend, aber... irgendwie dann auch wieder ein bisschen Fahrt, weil eben der absolute Großteil von den Systemen, die man anfliegen konnte, zufallsgeneriert waren. Und irgendwann hatte man es dann auch gesehen und eine Story gab es gar nicht. Also man, das einzige Spielziel war eben diesen Rang zu erreichen, Elite, das bedeutet irgendwie 6000 Punkte oder was weiß ich. Und mehr gab es dann da nicht zu holen. Dementsprechend war das halt nur was für so Hardcore-Fans und da waren die Spiele, wo eine Story hatten, wie Wing Commander oder Privateer und so waren da schon ein bisschen weiter. Du kriegst jetzt hier richtig auf die Mütze, oder? Hallo. Ich muss jetzt gegen 4 Einheiten hier kämpfen, das ist ein bisschen fies. Aber wenn jetzt schon mal so viel los ist, dann halten wir ganz kurz mal die Klappe. Ich will euch mal ein bisschen das Sounddesign zeigen. Das super ist in dem Spiel.
Also einfach nur mal hören, wie der Motor klingt, wenn man beschleunigt. Ja. Wahnsinn. Was natürlich nicht ganz realistisch ist, weil im Weltraum hört dich keiner Gas geben, aber... Aber das Gefühl ist einfach super. Also man kriegt wirklich ein gutes Gefühl dafür, was passiert gerade, wie beschleunige ich gerade. Und das jetzt noch für eine verhältnismäßig frühe Version. Ist übrigens echt ein bisschen ungewohnt, sich komplett nur an dem alten Radar zu orientieren. Das haben sie auch aus den alten Elites übernommen. Das zeigt dir nämlich nicht nur an, in welcher Position in der Horizontalen die Gegner zu dir sind, sondern eben auch in der Vertikalen. Also unter jedem, beziehungsweise über jedem Gegner auf dem Radar, was ihr vielleicht sehen könnt, ist so eine rote Linie. Und die zeigt eben an, ob der Gegner über oder unter uns ist. Das dauert auch eine Weile, bis man sich da ran gewöhnt hat und sich dann vorstellen kann, wo sich die Schiffe im Raum befinden. Wow, ich glaube, da kommen wir nicht mehr raus. Ja, schaut ein bisschen schlecht aus. Unten lädt gerade unser Schild wieder nach. Ah, da ist einer, komm her. Ah, bleib hier. Verdammte Axt. Oh nee, das war's. Ah, verdammt. Schade. Ja, gegen 4 ist dann schon so gar nicht so leicht. Ich habe jetzt leider kein Maschinengewehr dabei, weil das klingt halt auch richtig geil. Ist zwar, wie gesagt, ist Unsinn, dass es so klingt, aber wenn es schon Sound hat, dann soll der auch richtig geil klingen. Ja. Und dieses Maschinengewehr klingt halt wirklich so cool. Selbst wenn es dann mehr oder weniger kurz vorm Nachladen ist, hörst du das auch richtig. Da klackt es dann an. Also, so wird dann schon ein bisschen hohler, der Sound. Und auch wenn die Raketen jetzt hier zum Beispiel abgefeuert werden, wenn die jetzt hier nochmal rauskommen. Ich finde ja auch diese Bobblehead-Figur ganz nett, die da auf dem Armaturenbrett steht. Das ist ganz niedlich, davon gibt es auch mehrere. Kann man auch umschalten, da kann auch ein Weihnachtsbaum stehen. Soll das denn allgemein, wird das Elite Dangerous dann auch eine Story haben oder wird es eine Kampagne geben oder irgendwas das ist ein bisschen, mit Charakteren oder ist das auch eher offen alles? Es ist theoretisch ein prozedural erstelltes Universum. Offen, also auch mit hunderten Millionen von Planetensystemen, die man erkunden kann und indem man dann eben seine Aufgaben erfüllt. Ob es nun so eine richtige Kampagne gibt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig genau. Sie müssen aber ja irgendwie prozedurale Inhalte erstellen im Sinne von, dass sie auch ein bisschen erzählen müssen. Ich glaube, nur dieses Rumfliegen und Handeln, das bringt es heute nicht mehr. Beziehungsweise braucht man nicht mehr machen, weil es gibt halt schon die Spiele, die das schon perfekt machen. Genau, also, das muss also man gegen den Eve, glaube ich, kommen sie nicht an. Nee. Also das wäre keine Option. Ich fahre jetzt mal die Waffen aus. Das ist übrigens auch so geil, dass er die Waffen halt aus- und einfahren kann. Das ist taktisch übrigens wichtig, weil wir sehen hier an der Seite diese Signatur, diesen Streifen. Und je nachdem, wie schnell ich fliege oder wie viele Systeme ich aktiviert habe, wenn ich hier auf der Seite hier in den Anzeigen Systeme aus- und anschalte, dann habe ich eine kleinere Heat-Signatur. Und kann mich dann eben auch verstecken im Raum. Oder meinen Motor ausmachen. Wie früher ein bisschen bei den MacWarrior-Spielen. Da war das ja auch so. Ja. Da konnte man sich ausschalten und war dann nicht mehr gesehen. Es gibt eben auch Waffen, die heizen schneller durch. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich hoffe, es hat diesmal hingehauen. Komm. Man kann sich als Spieler auch im fertigen Spieler komplett aussuchen, wer man denn sein will. Also man kann ein komplett friedlicher Händler sein und dann eben mit einem größeren Frachtschiff nur Handel treiben. Also viele Waren also einkaufen und dann lukrativ auf anderen Sternensystemen wieder verkaufen. Oder man kann auch nur reiner Kampfpilot sein und dann entweder für irgendwelche Auftraggeber oder auf Piratenjagd gehen und dann so eben seine Beute machen. Oder man spielt tatsächlich einen Schmuggler, so Han Solo-mäßig, der in irgendwelche Waren illegal transportiert und da sich so ein bisschen was dazu verdient. Genau, das sind im Grunde genommen die klassischen Möglichkeiten, die diese offeneren Weltraumspiele wie Privateer oder sowas ja eigentlich immer angeboten haben, aber sie kommen natürlich alle ursprünglich aus Elite. Also da ist das alles her. Ich glaube nur ehrlich gesagt, dass das für neuere Spiele nicht mehr ganz ausreicht, einfach nur diese Freiheiten zu bieten. Ich glaube, die müssen mehr haben. Also sie müssen irgendwie hinkriegen, Geschichten prozedural ein bisschen zu erzählen. Sonst wird es, glaube ich, echt schwierig. Beziehungsweise die Zielgruppe ist dann natürlich echt eher klein, weil nur für virtuelle Währung hier handeln und Gegner abschießen, schwierig. Wie gesagt, über Kickstarter ist das Ganze finanziert. Im Vergleich zu Star Citizen, was ja nur die 40 Millionen schon mehr oder weniger fast durchbrochen hat, hat das hier bis jetzt so 2,3 Millionen Pfund eingenommen. Hat also nicht ganz so viel bewegen können, obwohl es meiner Meinung nach auch durchaus hübsch aussieht und so. Aber ich
glaube, dass der Chris Roberts einfach das viel besser drauf hat, sowas, so ein Projekt zu verkaufen. Ja. Was man ja hier auch mal ganz klar sagen muss, also selbst die Presse kriegt halt keinen Zugang zu dieser Alpha-Version, um was zu zeigen, um ein bisschen irgendwie Interesse dafür zu wecken. Ich glaube, da fährt der David Braben, der da Studioleiter ist, der fährt da ein bisschen den falschen Kurs. Also so dieses, ja, das müssen wir jetzt für die Kickstarter-Backer und so zurückhalten. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Momentan ist es so, man kann sich diese Alpha-Version, den Zugang dafür kaufen. Das kostet 200 Pfund. Das ist ganz schön teuer übrigens. Das liegt daran, dass das eben als Kickstarter-Ziel mal vereinbart war. Oh, hier ist gleich einer. Also, ah, dass nee, das man quasi das fette Paket braucht, um überhaupt früher ins Spiel reinzukommen. Aber was kriege ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich diese 200 Pfund ausgeben will? Weil das, ehrlich gesagt, ist jetzt noch keine 200 Pfund wert. Nee, das auf keinen Fall. Ich kriege natürlich das fertige Spiel dann und kriege dann genau. Auch noch irgendwie, weiß nicht, den Porsche oder sowas von den Machern gestellt oder was? Nee, also dieser 200 Pfund Preis liegt natürlich daran, dass das quasi eins von den Kickstarter-Unterstützerzielen war. Also wer ab 200 Pfund dazugegeben hat, hat eben als Kickstarter Belohnung bekommen, dass er zuallererst in die Alpha rein darf. Okay. Das ist also wirklich sowas für Early Adapters, für wirkliche Fans, die da voll drin aufgehen. Hast du übrigens gerade gesehen, wie die Schilder aufgegangen sind? Ja. Das sieht so cool aus, wenn die sich dann auch wieder aufbauen. Vielleicht sehen wir es bei dem jetzt hier mal. Wenn der die wieder hochgezogen kriegt. Man kann übrigens auch hier so zur Seite straven, das geht natürlich auch alles. Ich kann sogar eine Taste aktivieren und dann schaltet sich der Computer ab, also der Flugcomputer, und ich kriege, oder ich lasse ihn mal die Schilde wieder aufbauen, vielleicht kriegen wir es zu sehen. Der Zielcomputer zeigt dir aber jetzt nicht automatisch den Vorhaltepunkt an, oder? Das musst du selber rauskriegen. Bei dem Gewehr jetzt schon, ja. Es gibt auch so ein leichtes Auto-Aim drin. Ach so, ja, hier vorne, ja, drinne. Okay, stimmt, ja. Das ist ganz angenehm gemacht, also ist jetzt nicht so, als hätte es dann keine Herausforderung mehr, aber es ist ganz genau gemacht. Jetzt waren wir gerade zu weit weg, weil jetzt hat er die Schilde wieder aufgebaut. Die ploppen nämlich auch so richtig schön auf. Also man sieht richtig, wie die sich aufbauen. Wie so eine Blase, die dann langsam so entsteht. Aha. Haben wir erwischt. Und in der nächsten Mission müssen wir versuchen, uns zu verstecken, während wir andere ausschalten. Mal schauen, ob das klappt. Aber das zeigen wir euch in der nächsten Folge, und dann geht es noch mehr darum, was dieses Spiel später mal dann, wenn es fertig ist, wenn es groß ist, mal so alles bieten soll und was hier vielleicht irgendwie das Besondere dann ist und warum ich das geil finde. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Ciao.